Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ich habe ein neues Spiel entdeckt auf der Seite tombraiderleveleditor.net. Und zwar heißt das Spiel Temple in the Sand als Demo-Version. Ist sogar noch relativ aktuell, vom 13. März 2023. Ich lade es einfach mal herunter. Das geht rucki zucki. Das war's, glaube ich, schon. Dann verschiebe ich mir die ZIP-Datei in den Ordner meine Wahl, entpacke es und dann starte ich einfach hinein, würde ich sagen. Rechte Maustaste mit Q4 Weine öffnen und schon kann der Spaß beginnen. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Mal eben gucken, Joystick funktioniert, brauche ich nichts machen. Ich sage ihm einfach ein New Game und auf Los geht's los. So schaut es hier aus. Also ich habe mich hier sofort heimisch gefühlt, weil wie man es vielleicht so ein bisschen schon erkennen kann, ähnelt das doch jetzt hier ein wenig an Tomb Raider 1. Ja, kann man durchaus so sehen. Hier ist irgendwo ein Loch. Aber wenn wir schon so Fackeln haben, dann wollen wir die auch mal benutzen. Dann betätigen wir mal hier den Hebel. Oh, da ist jemand. Hin. Wo ist er hin? Ich muss dabei sagen, ich habe das schon durchgezockt. Ich habe auch dabei aufgenommen, aber leider habe ich vergessen, den Ton anzumachen. Und deswegen dachte ich mir so, komm, ich zock das nochmal. Was doch ein sehr spaßiges Level hier ist. Ups, daneben gegriffen. Ich höre doch hier irgendwie komische Geräusche, oder meine ich das nur? So, jetzt aber. Das ist ja das Schöne an dem Tomb Raider Level Editor. Ständig gibt es von der Gemeinschaft neue Spiele. Achso, jetzt muss ich dahin, wo die Klappe aufgegangen ist. Das wäre in dem Fall hier. Also es gibt mindestens drei Seiten, an denen Tomb Raider Spiele veröffentlicht werden zum kostenlosen Downloads. Einmal die Seite Tomb Raider Level Editor und die Seite Tomb Raider Customs. Da gibt es, meine ich, noch eine dritte Seite, den Namen weiß ich allerdings jetzt nicht mehr. 14 Fackeln? Ja, da können wir mal ein bisschen verschwenderisch rein. So, jetzt aber. First try. Ja, so gerade eben. So, jetzt kann ich hinein. Ups.
Hier vorne liegt zwar etwas, aber das kann man aus irgendwelchen Gründen nicht einsammeln. Keine Chance. Komm, Lara, heb es auf. Heb sie auf. Ich würde das mal als kleinen Bug bezeichnen. Hier war, meine ich, nichts weiter drin. Boah, gehen wir hier raus. Komm her. Ja, geht doch. Sofort ein Medipack hinein. Wie war das hier nochmal? Genau, hier war ein Geheimnis. Das nehme ich natürlich auch gerne mit. Aber ich bin mal gespannt, wann die nächsten Level hiervon rauskommen. Dann werde ich mit Sicherheit auch mal durchspielen. Wie war das nochmal? Wieder vergessen. Ist erst ein Tag her. Insofern kann man es auch ruhig schon mal wieder vergessen. Ach hier, genau. Hier war der Schalter. Also vom Schwierigkeitsgrad her würde ich schon eher sagen, einfach. Nein, schon wieder drauf reingefallen. Okay. So, diesmal speichere ich aber ab. Ich bezweifle zwar, dass der gleiche Fehler mir zweimal passiert, aber man weiß ja nie. Obwohl, so ein bisschen knapp war es auch, ne? Jetzt kommt mir jemand entgegen. So, hier ist eine Tür, da muss ich gleich rein. Ja, passt doch. Ups. Ah, ich wusste doch, irgendwas kommt jetzt. Genau. Was ist eigentlich diese kleine Krebs hier? So, noch ein paar Sachen einsammeln. Machen wir mal eine Fackel an. Ich will auch mal was sehen hier von der schönen Grafik. Wo ist sie doch? Irgendwo liegt noch was. Ja, dann gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Und rüber mit dir. So, wo muss ich nochmal hin? Da muss ich hin. Ups. Eine Runde kriechen. Ja, hier muss man auch ziemlich genau stehen, sonst will Lara da einfach nicht hoch. Komm, ich mache mal eine Fackel an. No. Ups. No. No? Ich hätte Feuer machen sollen, ne? Sehr komische Geräusche. Wusste ich doch. Wusste ich doch. Ja, komm. Ja, geht doch. Jetzt mal eine Fackel an. Jetzt ein bisschen.
Hallo Lara? No. Wieso no? Ein Medipack. Na, was können wir da hinein? Wo bin ich jetzt hier? Ah ja, hier bin ich. Kann ich eigentlich runter, ne? Ah, da liegt noch was. Ja, natürlich mit, ist klar. Ah, soll ich hier doch da festhalten? Ist die Tür ab offen? Ja, die Tür ist auch wieder offen. Dann kann ich ja dort hinein, ne? Einfach nach vorne schieben und dann passt das. Aha, wen haben wir denn da? Na komm, no risk, no fun. Das war's. So ein großes Tier. Und so schnell erledigt. So, jetzt wäre die Klappe hier offen. Kann ich dementsprechend auch hier hineingehen. Genau, ach, hier sind wir. Ah, nicht da rein. Na, egal. So, irgendwo kann man nach oben. Ach, hier war's. Oh. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Energie. Sicher ist sicher. Komm hoch, Lara. Das war's? Okay. Genau, die Tür, die ist noch geschlossen. Einmal hier rüber springen. Hier war ich auch am Verzweifeln gewesen, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass der Sprung viel zu weit weg ist. Aber er passt. Liegt da jetzt was auch nicht? Nee, liegt nichts. So, jetzt hier hoch. Aber bevor ich da hochgehe, speichere ich noch einmal ab. So, und jetzt ist Rennen angesagt. Rennen, Lara. Jawohl. Kein Problem. So, dann würde ich sagen, hinein ins Vergnügen. Ich kann überlegen, was man hier nochmal machen muss. Ach, die Kugel runterschubsen. Das kriegen wir hin, ne? Wie man jetzt erkennen kann.
Also bevor ich jetzt aber reinspringe, werde ich mal eine Runde safen, nicht dass ich wieder am Krokodil hängen bleibe. Ne, ich häng schon wieder fest. Nein. Komm, Larantauch. Setz dich durch. Also das ist wirklich jetzt ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier so hängen bleibe. Und ich keine Chance habe, in irgendeine Richtung zu tauchen. Da gehe ich mal ein bisschen taktisch vor. Ich locke das Krokodil hinaus und stelle mich hier oben hin und warte auf das Krokodil. Das wäre noch eine Möglichkeit, wenn Lara herausgeht. Ja, tut sie. Aha. Na, warum rutscht immer wieder runter, Lara? Das ist nicht so mein Plan. Und? Ja, wo bist du denn? Jetzt aber. Ja, ich hoffe mal, das Krokodil ist jetzt Geschichte. Ja, ich würde sagen, versuchen wir klug. Ich springe nochmal hinein, aber vorher natürlich noch einmal safen. Beim ersten Mal konnte ich direkt durchtauchen, warum es jetzt nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Vielleicht war es beim ersten Mal auch nur Zufall, das kann natürlich auch sein. Ja, sieht doch schon ganz nett aus, ne? Ah, jetzt kommt das Monsterding. Irgendwann kommt so eine Monster, ein Monster-Skorpion oder was auch immer. Aber zumindest hängt jetzt nicht meine Grafik fest. Jetzt schon hartnäckig, der Kollege hier, ne? Ein Training überhaupt? Ja, doch. Ja, ja. Gut, dass du da festhängst. Sonst hätte ich ein Problem mit dir, du. So, und hier ist der Trick eigentlich ganz einfach. Ja, wo ist falsch rum? Einmal rückwärts hier drauf springen und eigentlich festkrallen. Ja, versuchen wir es nochmal. Ja, jetzt geht's. Ha!
Da kommt ja noch eine. Wo kommst du denn her? Was mache ich denn jetzt? Du bist mir doch ein wenig zu nah. Aber ich denke mal, ich muss da jetzt runter. Ja. Vielleicht versuche ein bisschen wegzulocken. Und jetzt nochmal hier hinunter. Ah, das wollte ich vermeiden. Das wollte ich doch vermeiden. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Konzentration und Spannung steigt. Wie das war's? Da war der andere Kollege ein bisschen hartnäckiger. Zumindest gefühlt. Ja, und ich denke mal, das war's. Genau, das war's. Also wirklich ein sehr kurzweiliges, spaßiges erstes Level. Und ich bin mal auf jeden Fall mal gespannt auf die nächsten Teile. Ich hoffe, es kommen noch ein paar nach. Weil das mal wieder ein Tomb Raider Spiel seit Lenkung, was mir wirklich so richtig gut gefällt. Ja, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!